Ja, wir befinden uns auf der A8 in Fahrtrichtung München. Uns wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen auf der A8 gemeldet. Wir sind ja entsprechend nach Alarm- und Ausrückordnung ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehr bot sich folgendes Bild. Nach der Sichtung der Einsatzstelle waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. In einem Fahrzeug war eine Person eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Die Rettung war jetzt nicht erschwert, aber wir mussten patientenorientiert vorgehen. Das heißt, wir haben entsprechende Gerätschaften eingesetzt, das Fahrzeug stabilisiert, um möglichst schonend die Person aus dem Fahrzeug zu retten. Wir haben gemäß nach Absprache mit der Feuerwehrleitstelle einen Hubschrauberlandeplatz entsprechend vorbereitet, sodass der Hubschrauber hier optimal auf der Autobahn landen konnte und die Patientin nachher mit aufnehmen konnte. Die Feuerwehr Kirchheim, Abteilung Stadtmitte, war mit 28 Mann und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Ja, der Rettungsdienst wurde hier auf die A8 alarmiert, zwischen der Anschlussstelle Kirchheim-Ost und Weilheim, also in Fahrtrichtung München. Ist es vermutlich infolge eines Auffahrunfalls zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei diesem Unfall wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und hat sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Und ein weiterer Patient wurde ebenfalls schwer verletzt. Der konnte sich aus seinem Fahrzeug aber selbst befreien. Hier vor Ort waren wir mit der Feuerwehr Kirchheim an dem Fahrzeug. Es wurde eine entsprechende Rettung mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug durchgeführt. Die Patientin wurde anschließend uns dem Rettungsdienst übergeben und ist dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart geflogen worden. Ja, anfangs dachten wir, es wird eine sehr aufwendige Rettung. Aber in Abstimmung mit der Feuerwehr hat man die Fahrerin über die Beifahrerseite relativ zügig aus dem Fahrzeug befreien können. Das heißt, es war in einem zeitlichen Rahmen, der sehr gut war und ging auch sehr professionell und gut abgestimmt über die Bühne. War jeweils in jedem Fahrzeug nur eine Person richtig. Es gab beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge noch keine Staubildung. Von daher gab es da keine Probleme. Die integrierte Leitstelle hat auch bereits während der Alarmierung noch einen Rettungshubschrauber dazugezogen. Einfach aufgrund des Meldebildes, das wir schon von Ersthelfern an der Unfallstelle hatten, war klar, dass man die Patientin dann entsprechend schnell in die Klinik transportieren muss. Und auch die Übergabe an das Luftrettungsmittel hier hat auch hervorragend funktioniert.